Wieder. Hallo zusammen. Einmal möchte ich euch was zeigen. Auf die Schnelle. Muss ich mal abdecken. Ich muss ja ein bisschen tricksen mit der Beleuchtung, mit der Ausleuchtung. Ne? 17 Meter 06er Edelstahldraht, Bindedraht. Aus dem Baumarkt. Funktioniert fantastisch. Wie jeder andere Draht auch. Und ich gehe mal davon aus, dass da nicht mehr oder weniger Zuschläge oder schlechte Zuschläge drin sind in dem Stahl, wie in dem Wickeldraht auch. Aus V2A. Das nimmt sich, schmeckt sehr gut. Oder schmeckt genauso wie jeder andere auch. Dann wollte ich euch kurz zeigen, hatte ich jetzt zum Nikolaus gekriegt. Ein Aztekenkalender. Der stabilisiert die Box ein bisschen. Und da das ja ohnehin ein Unikat ist, wo man mit rumzaubern kann, ohne dass man traurig sein muss, sieht das dann so aus. Und der stabilisiert, wie gesagt, hier die Rückwände. Die sind ja ziemlich dünn bei dieser Geschenkbox. Da haben sie ja Material gespart, so 1 mm. Also kaum mehr als 1 mm Sperrfurnier. Tut in der Handhabung nicht stören. Tut der Nachtwächter, ja. Also stört nicht in der Handhabung, die dünne Platte da. Dann wollte ich euch nochmal zeigen, den Stilar hatte ich euch ja schon mehrmals vorgeführt. Das ist der Top Eddy. Stilar Top Eddy. Den habe ich ja schon lange. Dann hatte ich die Luftschlitze ja schon aufgeweitet mit einem kleinen Schleifgerät und eins der wenigen, was auch wirklich mal funktioniert hat, so einigermaßen sauber, ohne dass es hingefuscht aussieht. Jetzt kann ich da aber nicht mehr weiter öffnen, also nicht mehr größer machen die Bohrung, oder wollte ich nicht größer machen, weil es dann meistens in die Hose geht. Dann habe ich ja mein selbstgedrehtes Drip-Tip bzw. Top-Tip und Drip-Tip in einem. Und um noch mal ein bisschen mehr Luft ziehen zu können, habe ich jetzt mit einem Kabitbohrer von oben Löcher gebohrt, die noch mal zusätzlich Luft geben. Und bis ich den Kabitbohrer gefunden habe, habe ich die Löcher erstmal gefriemelt, was man vielleicht auch sehen kann. Macht aber nichts. Dann hätte man gleich mal mit dem Kabitbohrer machen müssen, weil das ja Edelstahl ist. Edelstahl lässt sich sehr schlecht bearbeiten, zumindest in den Dimensionen mit 2 mm Bohrer. Und dass das auch was bringt, kann ich euch gerne nochmal zeigen. Also somit ist der Stilar noch nicht großartig beschädigt beim Tune. Optisch nicht beschädigt, sag ich mal. Schmeckt, wie gesagt, immer noch hervorragend oder vielleicht sogar besser. Und da der Euphrat ja die Luft nur von oben kriegt, habe ich gedacht, muss das hier auch gehen, und es geht tatsächlich. Also geschmacklich wie nochmal ein bisschen die Dampfleistung erhöht. Cloud Chasing. Also es geht. Wer ähnliche Geräte zu Hause hat, muss es halt mal ausprobieren, muss nur aufpassen, dass er nicht zu viel rumsaubeutelt, weil ja dann die Topcap bzw. der Drip-Tip dann beschädigt ist und nicht mehr so praller aussieht. Aber mir macht das nichts, ob es auch schmeckt. Soll es auch schon wieder gewesen sein. Jetzt habt ihr schon wieder alles gesehen. Also wie gesagt, den Edelstahldraht, den kann man nehmen. Schmeckt absolut neutral. Ist nicht mehr Gift oder weniger Gift drin, wie wahrscheinlich bei den anderen Drähten auch. Aber, ach so, das muss ich auch noch dazu sagen. Da kosten die 17 Meter 2,49. Dann gibt es den 5 mm und 6 mm bei den Bindedrähten. Falls ihr nicht lange suchen wollt, bei den Bindedrähten. So, da bin ich schon wieder weg.